Jo, meine Freunde, ich komme zu einem neuen Video auf jeden Fall. Wie ihr schon am Titel lesen könnt, werde ich heute meiner kleinen Schwester die Haare färben. In rosa, Leute. Wirklich, in rosa. Aber natürlich, bevor wir mit diesem Video anfangen, gehe ich mal bitte umziehen erstmal. Spaß. Leute, es wird heute kein Prank. Aber ich wollte nochmal ganz kurz diesen Prank erwähnen. Der Prank ist einfach so krass an euch angekommen, ne? So, nach 3 Tagen, 350.000 Klicks. Dann, Leute, es ist einfach eskaliert, einfach der Prank eskaliert, sogar über 10.000 Likes. Das heißt, danke nochmal für eure Resonanz. Ihr wisst Bescheid, das ist die Farbe Iron Day Color. Sogar diese Farbe habe ich sogar bei meiner Freundin benutzt. Beim Prank, du hast den Prank gesehen, ne? Ja. Eigentlich wollte ich sie auch damit pranken, so da, wo sie so schläft und dann halt ihre Haare voll machen. Aber dann dachte ich mir, nein, abgefuckt, ich habe sie vor 2-3 Tagen geprankt. Deswegen, und guckst du mich so an? Auf jeden Fall, deswegen dachte ich mir einfach, okay, dann machen wir halt ein Video darüber, wenn jetzt ihre Haare gleich voll sprayen. Was? Du bist das witzigste Mädchen. Wie das ablaufen wird, erzähl mal so. Also, wir werden meine Haare jetzt damit absprühen. Eigentlich wollte ich nur die Spitzen machen und dann haben wir doch die ganzen Haare. Also wir haben uns entschieden, jetzt nochmal die ganzen Haare zu machen. Okay, ich weiß, es ist extrem, aber es ist hier nur ein Day-Color. Mal sehen, wenn es überhaupt nach einem Day-Color abgeht, weil ihre Haare ziehen schnell, meint meine Mutter. Keine Ahnung. Ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal ihre Haare auf und dann geht's auch schon los. Ich habe einfach aus ADS mit Musik gezeigt, wie ich ihre Haare aufmache, aber ich krieg's irgendwie nicht hin. Sag einfach Mama. Leute, guck ich mal ihre Haare an, wie lang die sind. Steh mal auf und zeig mal, wie lang deine Haare sind. Ihre Haare gehen bis hier. Eigentlich fresh so. Für ihr Alter ist das schon krass, so ihre langen Haare. Wie lang willst du noch wachsen lassen? Wie Rapunzel. Wie Rapunzel? Ja. Wie die hier? Oder was? Ja. Aha, fresh, fresh. So Leute, auf jeden Fall, ich würde sagen, wir sprayen jetzt immer ein bisschen ihre Haare. Erstmal haben wir schon einen Fleck gemacht, so als Versuch, aber warte erstmal ein bisschen sprayen. Mach erstmal, ja genau. Boah, fast vergessen, Mann. Mach mal Haare hoch. Haare hoch. Einmal hier rüber. Dann wieder Haare runter. Oh, Rapunzel. Spaß. So Leute, ich würde sagen, let's go. Erstmal ein bisschen, warte. Erstmal ein bisschen. Okay, warte. Jetzt zeige ich euch das erstmal, wie das dann so aussehen wird. Wir dürfen nicht so zur Schule gehen. Oh nein, das wird. Deine ganzen Haare werden so voll, das weißt du. Ich weiß. Ja, das wird schon schön aussehen. Das war erstmal so ein ganz, ganz kleiner Spray auf ihre Haare. Aber Leute, ich muss 15 cm ein bisschen weiter weg, sonst keine Ahnung, was dann passiert. Aber so werden dann einfach ihre ganzen Haare aussehen. Mal sehen so, ne? Oha, oha. Oha! Das ist so kalt! Ist kalt? Ja! Erfrischungsgetränk oder was? Oh mein Gott! Zur Schule will ich noch nicht so gehen. Musst du aber. Erstmal. Machst du hier oben auch? Ja, schaffst du schon alles. Also ich krieg also irgendwie schon hin, okay? Weiter geht's, komm, komm. Deine kurze Reaction, wie gefällt dir das? Boah, heftig, ne? Heftig, rosa? Ja. Sieht so lila-rosa aus, weil sie ja braune Haare hat. Nein, sieht lila aus. Sieht lila aus? Ja. Fresh eigentlich, oder? Ja, eigentlich geht das voll, aber eigentlich macht man ja nur die Spitzen, wie sie es meinte, aber keine Ahnung, einfach das ADHS, einfach alles machen. Wir tun ja alles für euch, ihr wisst Bescheid. So, so, bisschen vorne. Dreh dich mal um, komm mal her. Dreh dich mal um. Nicht in mein Gesicht. Nein, nicht in dein Gesicht, versprochen. Junge, das wird zu 100% kein Prank. Wir machen es nochmal ein bisschen von vorne. Ich mach schon nicht mehr Augen, versprochen. Mach, halt einfach deine Augen. Ah, nein, das musst du ja zuhalten. Weil damit es ja gleichmäßig aussieht. Weißt du, das ist scheiße. Wenn da ein bisschen, da ein bisschen. Aber ich überlege gerade so, Leute.
Es ist ja eine Schicht von den Haaren, genau wie bei meiner Freundin. Und die untere Schicht, was soll man damit machen? Bleibt die braun oder was? Hab ich auch getroffen? Nein. Ja, das, da kommt schon nicht mehr. Versprochen, ich hab versprochen gesagt. Oh. Leute, ich spüre, es ist nochmal alles voll und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach beim Endergebnis, ne? Ja. Bist du aufgeregt, sei ehrlich? Ja. Heftig? Ja. Was denkst du so? Wie werden deine Mitschüler darauf reagieren, deine Freunde? Du sagst, da ein Video gemacht, oder? Ja. Was sagst du genau? Mein Bruder hat mir die Haare gefärbt. So richtig stolz drauf, Alter. Wir haben uns doch noch entschieden, dass wir noch mal ein bisschen die zweite Schicht machen, bevor das hier leer geht. Ja. Weil nicht, dass wir dann halt nur die erste Schicht machen, so wisst ihr Bescheid? Weil das Ding ist fast leer, Mann, scheiße. Ey, meine Kamera ist sogar voll und meine Hände alles. Keine Ahnung, wie ich es gleich wegbekomme mit Wasser oder so. Aber jetzt wirklich sehen wir uns beim Endergebnis. 2000 Jahre später. So Leute, auf jeden Fall, ich habe jetzt ein bisschen meine Kamera gewaschen, meine ganzen Hände gewaschen, ihre Hände gewaschen, einfach alles. Wir haben es 10 Minuten einwirken lassen, ne? Und wenn ihr wüsstet, wie heftig das aussieht, seid ihr bereit für das Endergebnis. Komm mal in die Kamera, komm mal in die Kamera. Dreh dich direkt um, Mann. Dreh dich einfach direkt um. Einfach alles lila, Mann. Einfach. Junge, willst du morgen zur Schule, Alter? Hätte ich aber nicht niemals gesagt, dass es so krass wird, ne? Ja. Von vorne ist zum Beispiel nicht so, aber wenn man so von hinten sieht, einfach heftig. Ja, was soll man machen? Hast Pech gehabt. Sie wollte es und ich mache es. So Leute, auf jeden Fall, ich würde sagen, das war's vom Video. Dreh dich nochmal um, komm. Leute, guck mal, wie krass einfach ihre Haare aussehen. Aber immer wenn man das anfasst oder so, hat man hier rosa oder so an den Händen. Keine Ahnung, Mann, ob es jetzt abgeht oder nicht. Oder nach dem Duschen oder keine Ahnung. Deswegen folgt mir alle auf Snapchat und Instagram, damit ihr wisst so, wie ihre Haare aussehen. Weil ich werde es da posten. Einmal Snapchat, Ali Hakim Nalul, ihr wisst Bescheid. Ich poste da einfach meinen ganzen Alltag. Und natürlich auf Instagram. Ali Hakim unterstrich 1. Einfach, ich poste da jeden Tag ein Bild. Deswegen seid auf Instagram und Snapchat am Start. Willst du noch was? Wie ist eigentlich deine Reaktion auf die Haare? Findest du es schön, nicht schön? Schön und schön und nicht schön. So mittel oder was? Ja. Sieht scheiße aus, ne? Leute, sie will einfach nicht die Wahrheit sagen, aber komm, war für wie, oder? War es wert? Ja. Komm. Ich würde sagen, das war's vom Video. Aber Leute, ihr müsst in die Kommentare schreiben, welche Farbe du als nächstes willst. Blau oder irgendwelche Farben. Ich kaufe einfach alles für euch. Oder Gold. Gold? Ja. Gold, Leute. Ich würde sagen, bei 3500 Likes werde ich ihre Haare gold färben oder irgendeine andere Farbe. Schreibt es einfach in die Kommentare. Ich würde sagen, das war's vom Video. Willst du noch einen Entschluss sagen? Halt die Fresse.